Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind in Forli und wir haben eine reparierte Erinnerung vor uns. Und ja, damit geht's jetzt weiter. Ich glaube, es ist nicht mehr so viel bis zum Ende, aber ja, wir werden sehen, was jetzt noch kommt. Los geht's. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Okay, Checo Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu erhalten. Das ist natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Nun gut. Jetzt müssen wir ihn erstmal finden. Sonderänderung. Diese Markierung identifizieren Sonderänderung. Ja, das ist das mit diesem, mit dem Fliegen, was ich in der letzten Folge am Ende noch hatte. Da habe ich übrigens geschaut, mal im Internet. Das ist tatsächlich nur einfach so just for fun. Beziehungsweise, falls man irgendwie auf Achievement Hunting geht und ein gewisses Achievement vorher in der ersten Mission mit dem Fliegen nicht geschafft hat, kann man das damit nachholen. Deswegen ist das da. Ja. Ich brauche es nicht, muss ich sagen. Deswegen ignoriere ich das jetzt mal so. Ist der hier irgendwo? Da hinten steht er doch. Spring ich mal da ran in den Wagen erstmal. So. Wir müssen eliminieren, denke ich. Da oben läuft natürlich eine Wache. Warum auch immer, guck, da oben auf dem Dach von dem Pferdewaggon-Dings, warum da einer hochklettern würde, um da oben drauf zu patrouillieren. Aber hey! So, da kommt einer. Hallo. Oh, die Lanze ist natürlich ein bisschen auffällig, wenn die noch... Aber das hat der andere nicht gesehen. Einen sind wir schon mal los. Da hinten sind trotzdem noch zwei andere. Wie kriege ich jetzt... Ich glaube, den da oben sollte ich als erstes... Hinten läuft noch einer rum, habe ich gerade gesehen. Ja, das war mir schon fast klar. Kann ich hier hochklettern? Er müsste jetzt hier eigentlich hinkommen. Gleich. Hoffe ich. Und der da unten sieht uns hoffentlich nicht. Ja, jetzt kommt er. Werden wir den erstmal los? Oh, jetzt kommt er genau, wenn der andere gerade hinkommt, ne? Ich kann ihn aber auch nicht runterziehen hier gerade. Komm, ich lass den mal da sein. Und wir nehmen jetzt mal die Patrouille hier unten raus. Die anderen, die da noch stehen, ist natürlich die Frage, wie wir das, So, der ist schon mal weg. Am besten wäre natürlich... Warum kriege ich den hier oben nicht weg? Haben die anderen das mitbekommen? Wenn der jetzt hier oben drauf liegen bleibt, er rutscht natürlich runter. Was kriegen die anderen mit jetzt? Was kriegen sie mit? Da, gut. Perfekt. Perfekt. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Oh. Oh.
Jetzt haben wir selber aber abbekommen. Ich wollte gerade sagen, das war mit der brutalste Mord bisher von Ezio, so langsam. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Und wer ist das? Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Wer zum Teufel und was zum Teufel? Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sie. Ich erinnere mich. Wartet. Da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie. Katharina, ich muss weiter. Sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Okay, gut. Dem Bart nach zu urteilen, ist ein bisschen Zeit vergangen, bis wir jetzt wieder aufgewacht sind. Das gibt diesem Mönch natürlich ein wenig Vorsprung. So, wir schauen mal auf die Karte, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen, upsa, nicht so weit raus. Da oben, in den Norden, reparierte Erinnerung. Ja, dann machen wir das doch. Dann gehen wir mal im Norden aus der Stadt. Beziehungsweise wir können vielleicht hier rüber auf die Mauer. Über das Dach. Da müssen wir nicht bis zum Tor laufen. So. Jetzt die Frage, kann ich hier durchschwimmen? Ich kann mir da eins der Boote schnappen. Das müsste gehen. Halt, so. Einmal ein Flachkörper. So. Ja. Hochklettern. So. Ich glaube, das geht auch schneller als schwimmen. Indem wir hier das Boot nehmen. Waren wir nicht? Nee, waren wir nicht. Ich hatte gerade aus dem ersten Teil dieses Kloster in Erinnerung. Ich will mich gerade sagen, ob wir schon mal bei diesem Kloster waren, aber ja. Gut. So, wunderbar, da sind wir nämlich schon. Dann machen wir direkt weiter. Weit vom Schlamm. Die Abtei im Sumpfland der Romagna nach dem Mönch im schwarzen Umhang, der den Apfelstahl durchsuchen. Was für ein Satz. Okay, gut. Den Mönch im schwarzen Umhang finden. Ja. Und das ist wieder Sperrgebiet. Das war ja klar. Da patrouillieren welche. Toll, die haben hier alle irgendwie schwarze Kutten an, ne? Wir zum Glück mittlerweile auch. So. Warten wir, bis die Patrouille vorbei ist. Ich glaube, das sollen wir hier machen und dann da hinten zu dem anderen Pulk. Ich glaube, ich laufe aber hinter denen lang. Ich warte, bis die wieder nach oben laufen. Die drehen nämlich direkt da unten. Dass die sich nicht wundern, wenn ich hier mit mich auf einmal mal in die Gruppe mitstelle, ne? Oh, die, oh, oh, oh. Das war natürlich jetzt nicht optimal, dass die da schon gedreht haben. Egal, ich, hier scheinen uns keine Wachen zu sein.
Ist das nicht verboten? Naja, nicht mein Problem. Richtig, nicht dein Problem. Einfach ignorieren. Ganz genau. So, ich glaube, wir müssen oben auf den Turm. Kann mir sonst nicht denken, wo der sonst sich verstecken sollte. Wir warten jetzt eben auf die Wache hier, dass die hier runterkommt. Ich glaube, die kommt nämlich nochmal hier runter. Jawohl. Und dann schnappe ich mir die schon mal. Zuck, schwupp. Zack. Entschuldigung. Ich habe damit nichts zu tun. Können wir uns hier einmal umsehen, denke ich. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Das war jetzt einfach mal so... Nee, anscheinend. Muss ich dann hier runterspringen? Kann man in die Kirche gehen? Nee. Hä? Aber hier bei den... Bei denen ist... Ah. Ah. Okay. Okay, gut. Gut. Dann muss ich hier nochmal hoch. Ich wollte schon sagen. Normalerweise sind die Ziele ja doch recht offensichtlich zu finden. Friede sei mit euch. Oh. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Okay, Bruder O'Callaghan war das. Geburtsjahr 1452, Beruf Mönch. Darby O'Callaghan wurde im wilden ursprünglichen Teil Irlands außerhalb der britischen Besatzungszone geboren. Seine Jugendjahre verbrachte er damit, britische Siedlungen zu plündern. In seinen Schriften beschreibt er diese Zeit so: Das war ein dunkler Punkt meines Lebens, aber um ehrlich zu sein, hatte ich eine Menge Spaß. Als O'Callaghans gälischer Vater eine Katholikin beheiratete, änderte sich alles. Er zwang mich, auf den Feldern zu arbeiten. Kein Plündern mehr, kein Mädchen mehr. Das war die Hölle auf Erden, besagt ein Eintrag aus dem Jahre 1462. Um seinem Vater zu entkommen, entschied sich O'Callaghan, Mönch zu werden. Meine Mutter sagte mir, dass Mönche wenig arbeiten und große Festmahle zu den saisonalen Festtagen veranstalten. Im Jahr 1462 trat er dem Kloster Abelara bei und wurde Zisterzienser. Keine Ahnung, was das ist, kenne ich mich nicht mit aus. Dann empfand er den Orden, aber doch als er... Dann empfand er den Orden aber doch als zu streng. Wir arbeiteten vom Morgengrauen bis zur Dämmerung auf den Feldern. Abt Shaw erlaubte uns nicht zu trinken, und das Schlimmste, alle Mädchen waren Nonnen. Das war eine Ebene der Hölle, die tiefer war als alles, was ich mir vorstellen konnte. Er überredete eine kleine Anzahl seiner Brüder, die sich den Dominikanern anzuschließen, und verließ Irland 1463 in Richtung Italien, wo wir Bauern anstellen können, die für uns die Felder bearbeiten. Dann, wenn wir predigen, sehen wir die Schönheit Gottes im goldenen Lichte Italiens und in den seligen Gesichtern der Bauernfrauen. O'Callaghan wurde schließlich im Jahr 1493 von den Dominikanern ausgeschlossen, wegen wiederholter Bekehrungsversuche an der Stadtbevölkerung unter Alkoholeinfluss. In Darbys eigenen Aufzeichnungen spricht er allerdings von den großen Erfolgen bei den Bekehrungen, obwohl die Männer nicht nur in die Kirche gingen, weshalb ich in die Taverne gehen musste, wo Gottes Wort auf offene Ohren stieß. O'Callaghan zog 1494 in die Romagna aufs Land und gründete in einer verlassenen Kirche ein Kloster, das dem Orden von St. Patrick gewidmet war. Aber er hatte nicht viel Erfolg dabei, Konvertiten anzulocken. Im Jahr 1500 starb er an etwas, das als schlechtes Blut beschrieben wurde. Vermutlich handelte es sich um Syphilis. Er wurde auf dem kleinen Friedhof neben der Kirche beerdigt. Ja, was eine Biografie. So, ich... nehme mir jetzt einfach mal frecherweise diesen Zossen. Und wo müssen wir hin? Müssen wir denn in die Stadt rein? Okay, das heißt, ich bin
quasi falsch geritten, beziehungsweise ich muss hier über die Brücke. Oh. Man ist hier aber auch eng zu manövrieren, wenn hier alle mal rumlaufen. So, Achtung, ich komme. So. So, in die Stadt können wir ja nicht rein mit dem Pferd, leider. So. Dann schauen wir mal, ob wir diesen Mönch mit den neuen Fingern finden. So, müssen wir hier wieder auf das Kloster drauf? Beziehungsweise die Kirche. So. Innenhof wahrscheinlich. Bestimmt da. Hm. Erkennt er ihn von hier nicht? Warum nicht? Ich spring einfach mal runter. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Den Abt einfangen, ja. Wieso muss ich denn hier alle einfangen? Wieso sind denn alle markiert? Ich schwöre, ich hab nichts damit zu tun! Die widerwärtige Ausgeburt der Hölle! Der Mörder wurde hier in Ordnung. Ach, das war jetzt nur Verwirrung. Deswegen waren alle markiert. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie mit allen einmal sprechen, okay? Ja, toll. Und jetzt weiß ich jetzt recht nicht mehr, welcher das ist. Ich will nichts damit zu tun haben. Welcher ist es denn? Wer war es nicht? Der und der da, ne? Was zum? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Lass mich doch! Ich tue doch keinen Bitte, etwa. Lass mich das überleben! Ich werde auch ganz froh sein. Nee, es war doch der ohne Haare. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist Teil. Mann! Nicht so schnell, Mann. Hab ich dich. Bitte, nein, ich will nicht. Ja, ups. Keine Ahnung, was da passiert ist. Irgendwie hat OBS einfach mal die Aufnahme von sich selbst, also selber irgendwie abgebrochen. Deswegen war das jetzt ein sehr, harter Cut. Wir stehen mittlerweile vor Florenz. So, ihr habt aber keine Angst, ihr habt nicht so viel verpasst. Wir haben den Mönch ja gefangen, das habt ihr noch mitbekommen. Und dann hat er uns von einem gewissen Savonarola erzählt. Und dieser Savonarola, den müssten wir... Das könnte ich eigentlich nochmal abspielen. Menschen... Moment, Kontakte... Ziele, da. Werde ich gleich abspielen. Er meinte, dass er könnte das sein mit den neuen Fingern und dass er mal Teil des Ordens gewesen ist und die ihn dann aber ins Einsiedlerdasein geschickt haben. Und daraufhin haben wir nur gesagt, so ja, er wird wahrscheinlich nicht mehr im Einsiedlerdasein sein, denn wir haben ihn anscheinend gesehen. Und wohin könnte er gegangen sein? Und dann meinte der Mönch, dass er wahrscheinlich nach Florenz gegangen ist, weil er in Florenz auch studiert hat. Und dann haben wir diese folgende Sequenz bekommen, die ich jetzt nochmal abspielen werde. Girolamo Savonarola, ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Ja, Girolamo Savonarola, Geburtsjahr 1452, Beruf dominikanischer Priester, Herrscher von Florenz. Ja, wir sind mittlerweile auch im Jahre 1498 angekommen.
wo wir hier jetzt in Florenz stehen. Es hat sich quasi gerade hier aufgebaut, wir sind gerade aus der Erinnerung raus. Vor uns ist die nächste Erinnerung, die werde ich aber erst in der nächsten Folge starten. Und ja, wie gesagt, sonst habt ihr überhaupt nichts verpasst. Das war wirklich nur dieser Dialog, den ich ja gerade zusammengefasst habe und dann eben diese kleine Videosequenz und dann war diese Ladesequenz, wo wir hier sind. Innerhalb des Ladebildschirms, gut, da hat noch die, wie heißt sie, nicht die Lucy, sondern die andere, die wir haben vergessen, hat uns dann quasi nochmal reingerufen, ich habe die Erinnerung repariert, Desmond versuche sie zu öffnen und dann sind wir hier gelandet vor Florenz, wo wahrscheinlich besagter Mönch, Florenz ein wenig unter seine Kontrolle gebracht hat. Ja, das mit diesem Bücherverbrennen hatten wir auch schon im ersten Teil, ne? Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran. Naja, wir werden sehen, was hier passiert in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid dann auch wieder dabei. Und macht's gut, bleibt grün. Ciao, ciao.